Terraria, das Let's Play, kommt täglich, nicht täglich, sondern immer nur, boah, jetzt verhaspel ich mich schon, weil ich mich hier konzentrieren muss. Ah, nochmal. Das Terraria-Projekt ist ein Nebenprojekt, das heißt, ich werde das immer nur... Ab und zu mal hochladen. Um genau zu sein, Samstag und... Samstag und Mittwoch. Boah, schlimm. Man kann sich echt nicht konzentrieren mit diesen Kopfhörern. Boah, schlimm, ey. Ja, ich laber schon wieder Müll, ist ja auch egal. Kann man das aktivieren? Nein, kann man nicht, schade. Ja, Terraria Nebenprojekt kommt immer samstags und mittwochs. Genauso wie bei Putt-Putt auch. Putt-Putt, also Dakar-N, der lebt auch immer... Perfekt platzierte Granate. Er lädt das auch immer mittwochs und samstags hoch. So, jetzt aber genug sinnlosen Scheiß gequatscht. Und jetzt gehen wir wieder ins Spiel. Du bist auch tot? Nee, noch lebe ich. Ja gut, ich lebe auch wieder. Kontrollpunkt erledigt. Hopp, 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 hopp. Ich würde oben einfach nicht sterben. Ich darf nur daneben schieße. Zack. Schon wieder tot, einfach. Er ist tot. Perfekt. Teamarbeit. Da ist aber noch einer. Ja, und da steht auch einer oben drauf auf dem. Echt? Oben drauf ist auch noch einer. Ich hab schon wieder keine Leben. Also, das Beste wäre, wenn ich mich jetzt einfach töten lasse oder so. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das Sniper hier in Halo 3 und alle anderen Halo-Teile noch geiler. Das Alien-Sniper, so gesehen. So, und der ist tot, der da oben drauf steht. Ne? Du meinst jetzt, beim ersten war es ja dieses, Im ersten gab es das noch gar nicht. Ab dem zweiten gab es das erst. Im zweiten und dritten und halt ODST fand ich es irgendwie am geilsten. Oh nein, jetzt kommen diese. Nein, oder? Ja, die sind geil. Einfach zugucken. Ach, komm, hä? Beim ersten braucht man nur zugucken. Den braucht man gar nicht töten. Die, wir brauchen eigentlich beide nicht töten. Macht aber Fun. Ich bin übrigens schon wieder tot. So, jetzt nicht mehr. Aua. Entschuldigung, dass ich dir in den Schuss gelaufen bin. Oh, nicht schlimm. Okay, ja, was jetzt kommt, ja. Ich lasse es einfach mal stehen. Seht ihr das? Hier gibt's auch einen geilen Bug. Also noch nicht hier, aber ein bisschen später. Das sind aber auch geile Gegner, um ehrlich zu sein, dass sie die eingebaut haben. Ja, was heißt Gegner? Es sind mehr freilebende Tiere, die uns töten wollen. Das Vieh kann es übrigens hier oben nicht treffen, ne? Man kann hier hoch und hier oben kommt es nicht hin. Nupfvieh. Das mache ich immer so, dann töte ich das einfach von hier oben. Nein, sind jetzt zwei... Okay, der eine ist gerade so ein bisschen geflogen, aber egal. Schieß mal einen an. Mal gucken, was er macht. Interessiert ihn gar nicht. Oh, wie die Erdbeere. Oha. Ja, jetzt kommst du zu. Ja. Ja, nein, 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 jetzt will ich nicht mehr haben. Geht weg. Geht weg. Okay, ui! Wie er noch wegfliegt. Jetzt will ich auch mal runter. Bleib du mal hier oben. Hier oben kann es nämlich nicht passieren. Er ist tot. Wir sind beide tot. Das war ein einheimisches Geschöpf namens Guta. Das war jetzt unlogisch. Sechs. Los, nehmen wir den Vater vorn durch. Guck mal, ich kann es wegschieben. Das ist doch so geil. Okay, das sieht mehr als komisch aus. Juhu, er sitzt. Nein, setz ihn hin. Moment. Jetzt, nee. Warte. Doch, ich setz ihn hin. Komm, ein bisschen rumtrollen muss sein, Leute. Seid doch mal ehrlich. Au. Er blutet noch nach. Dann jetzt ja. Jetzt chillt er. Was? Geil. Ja, ich hätte euch zu gerne das Vieh auch mal gezeigt vom Nahen, wie die Erde vibriert und so, aber ich war mal wieder zu blöd. Egal. Das ist ein Emo. Oh ja, guck dir den hier an. Der chillt auch hart. Moment. Bleib sitzen. Setz dich hin. Brava Lumpi. Nein, nicht umkippen. So. Jetzt chillt er. Guck mal hier. Guck dir den, ja, gesund mit auch. Guck dir den vorne an.
Deiner sitzt auch. Deiner sitzt aber besser, weil deiner die Beine vorne hat. Ja, okay, weiter geht's, komm. Umspringen. Oh. Gut, du wolltest jetzt nicht zu lange an diesen Biestern aufhalten. Ich find's einfach nur geil. So. Schieß nicht nochmal auf mich. Doch, werd ich aber. Arschlecken! Fotze! Arschgeweih! Du erinnerst mich mal dran, was ich dir was zeigen wollte, sobald wir bei dieser einen, wo die Zivilisten kommen, ne? Keine Ahnung. Ich weiß. Ach so, Mojas. Oder wie die Viecher heißen. Also, erinnere mich mal dran, was ich zeigen wollte. Moas heißen. Das Waffen des Sicherheitsdienstes. Weil da gibt's für mich einen richtig geilen Bug. Geh hier nach, ne? Hä? Ja, perfekt. Hier nach ist ein richtig geiler Bug. Übrigens, wusstest du eigentlich schon, wenn du dir mit 20 ein Arschgeweih stechen lässt, hast du mit 80 einen ganzen Elch. Hä? Vielleicht hast du nicht hier hinfahren. Da muss der Beo erstmal husten, ne? Da kommt er nicht drauf klar. Helft uns! Da kommen immer mehr! Wow, die Granate kann ich sogar weit werfen, so weit werfen. Krass, ey, ich hab keine Granaten mehr. Puh. Oh Gott, diese Stelle hasse ich, glaube ich, wenn ich hier ist. Wow, sag das früher. Ah ne, du bist ja gerade erst gestorben. Ah. Ich lebe wieder. Aber ich mag diese Stelle eigentlich, weil die halt so entspannt ist. Entspannt? Entspannt? Da will ich nicht wissen, was für dich unter Beschuss ist. Das ist unter Beschuss, finde ich eher, das Waffen, wo du nicht mit eingreifen kannst, sondern wo du einfach nur schießen musst. Zum Beispiel wenn ich Helikopter stelle. Stimmt. Das ist unter Beschuss, weil da kannst du echt nichts machen. Wo? Ich versuche zu entkommen. Er läuft hinter dir her. Aber June hält ihn auf. Boah, June ist geil. Ja, aber trotzdem werde ich sterben, bestimmt. Aber ich lebe wieder. Dann ist gut. Boah, ich habe uns gerettet. Ich hätte es gerne gesehen, wie er den aufgehalten hat, aber ich war leider zu blind. Scheiße! Da hatte ich schon mal so eine geile Plasmagranate und verwerf die direkt. Nose! Scheiße. Das hätte fast geklappt. Lass mich mal durch. Metrop Bravo an Noble 2. Kontrollpunkt. Die Zivilisten verloren. Geil. Was? Oh, reingemessert. Schön von hinten gemessert. Zack. Ja klar. Hier brauchst du eine schöne Shotty. Na, eigentlich nicht. Ich frag mich immer noch, warum, wenn ich Fraps auf 60 Frames einstelle, warum der nur mit 30 aufnimmt. Bisschen unlogisch, aber naja. Ich bin tot, ich muss respawnen irgendwie. So, oh. Ja, passt. Guter gefallen. Das ist komisch, wenn ich. Warum nimmt Fraps nur mit 30 Frames auf, wenn ich den auf 60 einstelle? Nimmt er denn auch bei 50 mit nur 25 auf oder ist es einfach Zufall? Dass er nur die Hälfte aufnimmt, das ist glaube ich eher Zufall. Ich glaube, der ist einfach auf 30 fixiert. Vielleicht kann er nicht mehr als 30 bei der TV-Karte aufnehmen oder so, aber ich habe sonst auch immer 60 gehabt. Naja. Nicht so schlimm. Ich hole mir erstmal hier das Kampfgewehr. Weil ich's kann. Bulli, dich sorg. Woll ich dich hoch. Ja. Woll ich dich sorg. Wo ist das denn? Da nicht. Hier sind die Kampfgewehre gleich. Da, hier sind sie. Und ein Sniper und eine Panzerfaust. Ich nehme den. Und Scharfschützengewehr. Ist das deins? Nö, das liegt noch das alte. Das ist ganz neu hier drin. Ach so. Ich nehme mal die Panzerfaust und gibt's hier den einzigen Listen da. So, einmal aufladen. Dumm, dumm, dumm. Ja, Leute, übrigens, wundert euch nicht. Wir sind gerade genauso planlos und wissen nicht, was hier Sache ist. Naja, doch, eigentlich jetzt ja. Wir müssen jetzt mal die Gegner töten, dann kommen jetzt die Zivilisten an. Na, jetzt, jetzt ist es wieder klar, was wir machen müssen. Fuck, hätte ich doch nicht die Lampe verfehlt. Ratata. Oh, da geht mir jetzt die ganze Zeit im Kopf rum. Hä? Da kommt noch ein. Die jetzt ganz schön im Kopf rum. Was denn? I like big boobs and I cannot lie. The other block can't deny. Ach du Scheiße. Von wo schießen die? Flugzeug. Also Phantom. Da kann ich ja sowieso nichts machen.
Ja. Scheiße. Jetzt muss ich aufs... Na okay, auf dem Dach sind meine Sachen, das ist sicher. Aber wo sind die Zivilisten? Sterben die? Sind schon gestorben? Die haben gerade gesagt, zivile Verluste. Also, aber schon am Anfang. Irgendwie. Die haben schon am Anfang gesagt, zivile Verluste. So, ich brauche mal meine Waffen wieder. Einmal dich und einmal dich. Zack. Und jetzt gucken wir mal. Habe mein Ziel verloren. Ich auch. Komm doch. Oh, zu viel Getummel. Ich liebe das Schild. Fu. Boah. Das ich raus. Kurz bevor ich in dem Schild war. Egal. Klar, und ich sterbe schon wieder fast. Wegen so einer Scheißstelle mal wieder. Okay. Ah, la la la. Natürlich schon wieder vor dem Spawn Point. Ich bin tot. Lauf. Nicht unbedingt zu Gegner, nicht unbedingt zu Gegner. Oh oh, da kommen. Ah, okay. Jetzt ist sowieso irrelevant. Er gehört mir! Das waren mindestens 3 Headshots. Ja, ist schon schön, wenn man die ganze Zeit stirbt. Aber jetzt haben die Leute wenigstens mal Action hier. Action. Was? Wie ist Jun jetzt gerade die Leiter hochgesprungen? Also er ist nicht Leiter hochgegangen, sondern er ist eigentlich hochgesprungen. Ja, ich hab das auch so gesehen, der ist irgendwie so, also ich hab das im Augenwinkel gesehen, der ist so irgendwie schräg gesprungen, so voll hoch, ne? Ja. Und voll komisch. Du solltest lieber in Deckung gehen. Ich weiß auch nicht, was gerade mit mir los ist. Entweder ich bin zu müde oder ich hab's wirklich zu lange nicht gespielt. Irgendwas wird's sein. Noch mehr! Doch gut, du lebst wieder. Du kannst schneller laufen, als ich spawnen kann. Da standen mich gerade Spieler zu schnell. Wie geil. Hä? Oh. Mach kurz Pause, bitte. Okay, Moment. Ich kann aber nicht pausieren. Moment, ich muss auch mal an sicheren Ort gehen. Ja, okay, solange Beo kurz weg ist, werde ich jetzt mal kurz hier in Sicherheit gehen. Wenn man es Sicherheit nennen kann. Scheiße da. Ja, okay. Ja, ich beende hier kurz die Aufnahme und wir sehen uns dann gleich wieder.